Hey ho, YouTube, mein Name ist Kösch Digim und willkommen zu dem Theorievideo, was ich vor ungefähr einer Woche oder zwei Wochen versprochen habe. Ich bin übrigens morgen im Urlaub für eine Woche, deswegen werden da sowieso keine Videos kommen, nur dass ihr Bescheid wisst. Aber ich denke mal, eine Woche könnt ihr erwarten, das passt ja. So, ihr habt mir jetzt ganz viele Fragen unter meinem Theorievideo aufgeschrieben, wo ich euch gebeten habe, Fragen aufzuschreiben, und deswegen würde ich sagen, keine Zeit mehr verschwenden, fangen wir mal an, die Fragen zu lesen. Die meisten von euch haben mich gefragt, was ist mit der Küche in Five Nights at Freddy's und ist Golden Freddy da drin? Das Problem ist bei der Küche in Five Nights at Freddy's, wir haben nichts anderes als dieses Bild mit Audio Only und das Geräusch, was Chica macht und dass Freddy da seine Musik spielt. Das ist eigentlich alles. Ich gehe mal davon aus, dass die Küche wirklich nichts Besonderes beinhaltet, sondern dass Scott einfach nur faul war, da ein Design zu machen. Obwohl es eigentlich keinen Sinn macht, weil er sich theoretisch Zeit gelassen hätte. Aber es kann sein, dass uns Scott da nur in die Irre führt und da diesen Raum extra so, sage ich jetzt mal, geheimnisvoll gehalten hat. Weil das Problem ist, wir könnten sagen, dass Golden Freddy da drin ist, aber es ist einfach kein Beweis da und die Verbindung zwischen den zwei Sachen, da ist auch quasi nichts da. Außerdem kann Golden Freddy da gar nicht mehr drin sein, weil erstens, welches Personal will da bitteschön einen Anzug drin haben? Und zweitens, Golden Freddy kommt aus Mike Schmidts Kopf, bildet sich das nur ein, deswegen kann es Golden Freddy überhaupt nicht mal richtig geben. Ja. Dann zur nächsten Frage. Wann gab es das Diner? Vor oder nach Fredbear & Friends und im Laden mit dem Spring Animatronics? Das Diner gab es ganz am Anfang, das war das allererste Restaurant, das heißt, es gab es noch vor diesem Fredbear & Friends Laden. Dazu kann man eigentlich auch nichts mehr viel sagen, das kann man einfach daraus ausschließen, dass das Diner halt wirklich nur Fredbear hatte, ohne Spring Bonnie. Und ich meine, okay, und hier kommt noch eine Frage, was ist mit Old Freddy's, also Withered Freddy's, augenlos? Ich denke mal einfach nur, dass die inzwischen so eingerostet sind, dass man die da rausklemmen muss, damit sich die Augen noch richtig bewegen können. Okay, hier habe ich hier mehrere Fragen. Hier habe ich mehrere Fragen. Die Reihenfolge. Die Reihenfolge von den Pizzerien ist angefangen mit dem Diner, dieses ganz kleine Gebäude. Dann kommt dieses Fredbear & Friends Lokal, was wir aus Five Nights at Freddy's 4 kennen. Dann kommt das neue und verbesserte Freddy Fazbear's. Das ist dieses FNAF 2 Ding. Dann kommt FNAF 1, die Pizzeria, das spielt ja 1992 oder 93, ich bin mir nicht mehr sicher. Dann spielt er 30 Jahre nach dem Restaurant Fredbear's Fright. Warum ist Mängel in Five Nights at Freddy's 3, wenn die anderen nur in Five Nights at Freddy's 1 sind? Ja, zum einen gibt es ja auch, hat ja auch jemand auch geschrieben, Mängel sind auch Balloon Boy und Marionette da. Das liegt einfach daran, weil die Artefakte, die man dort in dieses Fredbear's Fright gelegt haben, da findet man auch tatsächlich Sachen drin, die auch aus dem 1987 Pizzeria quasi gemacht worden sind. Von daher ist das eigentlich ganz leicht zu erkennen, warum die da drin sind. Und wir haben ja auch im Office ist da so eine Kiste und da sind ja auch die Spielzeuge von den Toy Animatronics drin. Moment, muss ich jetzt mal lesen. Wie wäre es mit der FNAF Springtrap und Nightmare Theorie. Man sagt, ich soll jetzt eine Theorie zu den Einzelnen machen. Okay, das kann ich ja schnell machen. Okay, Springtrap. Über Springtrap wissen wir nicht viel, außer vielleicht, dass sein Anzug damals in Fredbear & Friends, also in den Fredbear-Lokalen, als Bühnenanimatronic verwendet wurde und als Anzug eben. Und zwar beides im einen und dieser Spring Bonnie Animatronic hatte halt auch diese Springlocks. Und der Spring Bonnie Anzug wurde, als das FNAF 4 Lokal geschlossen wurde, wurde der Anzug in Freddy Fazbear's Pizzeria in FNAF 1 reingelegt, in diesen komischen Safe Room. Also der war da schon lange drin, weil die Mauer ist ja da schon zu. Wenn ich weiß, welche Mauer ich meine, in Five Nights at Freddy's 3 in der Nightmare Nacht sagt Fungi, dass dieser Safe Room abgeschlossen wird. Und diese Tonbänder sind ja noch vor es FNAF 1 gab, das heißt, dieses FNAF 1 Restaurant war schon mal offen, was dazu geführt hat,
dass das Springbrunnen Anzug eben da schon reingetan wurde. Und eben als Purple Guy dann die Kinder getötet hat, ist er halt in den Anzug gekommen, weil es da halt feucht war, sind diese Springlocks gelöst und haben seinen Körper zerquetscht. Und ja, seitdem ist Springtrap in FNAF 3 unterwegs und der war 30 Jahre, glaube ich, nee, er war sogar 50 Jahre da, glaube ich. So 40, 50 Jahre war er da ungefähr in diesem Springtrap-Anzug in diesem Safe-Room eingeschlossen, bis man ihn dann gefunden hat und dann hat er seinen Mordtrieb wieder gehabt. Und ja, am Ende von dem Ding sieht man ja noch, an dieser Nightmare-Nacht, sieht man ja noch diesen Zeitungsartikel, wo dann Springtrap den Brand überlebt hat. Zu Nightmare gibt es nicht viel zu sagen. Es gibt eine ganz berühmte Theorie, die sagt, dass Nightmare den Tod symbolisiert, weil nach der Nightmare-Nacht das Kind in FNAF 4 stirbt. Hier sind mehrere Fragen. Ob der Bruder von dem Kind des Bite of 87 vielleicht Purple Guy ist? Du meinst wahrscheinlich jetzt den von dem Fredbear Bite, das war 1983, weil vom Bite of 87 weiß man ja nichts. Wenn du jetzt meinst, jetzt in FNAF 4, ich bezweifle, dass die mit Purple Guy verwandt sind, weil Purple Guy hätte dem Kind einfach helfen können, wenn die jetzt verwandt wären oder halt, wenn Purple Guy jetzt ein Elternteil wäre. Ich bin mir sicher, der hätte besser aufgepasst und nicht einfach das Kind in diesem Safe Room da drin gelassen, wo, was eigentlich, also, weil ich denke mal, er wurde ja in diesem Raum da eingesperrt, aber ich glaube nicht, dass es seine, die Schuld von jemand anderem war. Ich glaube einfach, das sind so Türen, die sich automatisch verriegeln, wenn man sie zumacht, deswegen kam der da nicht raus. Also ich bezweifle irgendwie, dass die Connection zwischen dem FNAF 4 Kind und Purple Guy ist. Ich sehe da einfach keinen Grund dazu. Ich glaube, Purple Guy wurde da einfach nur gezeigt, damit man sieht, dass der halt schon länger mit dieser Pizzeria zu tun hatte. Und der Grund, warum Purple Guy tötet, wie gesagt, ich glaube einfach, dass der schon ein Trauma hatte von der Kindheit oder so ein Scheiß. Oder schlechte Erfahrungen mit Animatronics. Weil er hat ja schon gemordet, bevor es FNAF 4 gab. Sorry, da hat meine Uhr kurz geklingelt. Wie gesagt, er hat schon getötet, bevor FNAF 4. Und deswegen glaube ich nicht, dass dieser Bite einen Grund hat. Das mit dem It's Me, da muss es nur wirklich einer sein. Es wird, glaube ich, noch irgendwo gesagt oder angesprochen, dass es nur einer sein kann. Und dass der es dabei sein muss, es kann auch sein, dass es mehrere sind, ob zwei oder so vielleicht, es können ja die Lebzeiten von Shadow Bunny. Ich glaube, du verwechselst da gerade was, weil das It's Me kam nicht in FNAF 2 oder 4. Das It's Me ist nur aus FNAF 1 und niemand weiß so wirklich, was It's Me ist. Game Theory hat mal eine Theorie gemacht, wo es hieß, dass Mike Schmidt ja der Mörder ist und er quasi It's Me meinte, der damit ich bin es, der irgendwie die Kinder getötet hat, aber ich habe ja schon Beweise gefunden, dass es Mike Schmidt gar nicht sein kann, weil Mike Schmidt und zu der Zeit in der Pizzeria gearbeitet hat, als Springtrap ja schon Purple Guy in sich hatte. Deswegen kann Mike Schmidt da gar nicht das Monster sein. Was du jetzt mit Purple Freddy und Shadow Bonnie meinst, das weiß ich leider nicht. Warum sehen die Animatronics im Dunkeln so creepy aus? Es kann sein, ich glaube, dass es sowas wie eine Innenbeleuchtung ist, die sie im Kopf haben, weil ich glaube nicht, dass es die Spiegelung ist, ich glaube einfach nur, dass es so eine quasi Innenbeleuchtung in den Augen, die quasi irgendwie dafür sorgen, dass das Gesicht nicht so dunkel ist. So kann ich mir zumindest vorstellen. Hat bestimmt irgendeinen Grund. Die Theorie, dass der Bruder von dem Boy den FNAF 4 nicht verkraftet hat und nun als Purple Guy... Ah, du meinst es quasi... Okay, der Typ meinte jetzt, dass Purple Guy der Bruder ist von dem FNAF 4 Kind. Leider gibt es zwischen den beiden auch keine Connection, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Bruder auf einmal anfängt, jetzt wild rumzumorden. Einfach nur, weil er seinen Bruder aus Versehen jetzt in den Tod quasi gesteckt hat, wortwörtlich. Ich glaube einfach, es passt nicht zusammen, weil Purple Guy ist ja schon irgendwie erwachsener und er hat ja schon vor Fredbear Steiner,
angefangen zu morden. Daher kann es eigentlich gar nicht sein. Ich weiß nicht, was ihr alle habt mit diesem Purple Guy ist das Kind, ist der Vater von dem FNAF 4 Kind. Ich sehe einfach keinen Beweis dafür. Es macht für mich keinen Sinn. Wenn Freddy ein Junge ist, wieso versteckt er sich FNAF 1 in der Frauentoilette? Ich glaube, es liegt einfach daran, weil die Frauentoilette entweder dunkler ist oder weil er so ein bisschen von der Kamera weg ist. Und da gibt es auch noch eine Theorie, ja klar, weil die Seele von Freddy vielleicht ein Mädchen ist. Leider gibt es dazu keine Beweise. Also, wenn man die Sprites so anguckt von den Kindern, dann sehen das eigentlich alles wie Jungs aus. Eine Theorie zu FNAF 2, um genau zu sein, Mängel. Ich verstehe nicht, wie er an der Decke laufen kann. Das ist eigentlich eine schwierige Sache zu Theorien, weil, also, es ist klar, dass diese kaputte Form von Mängel, die macht ihn flexibler. Es kann vielleicht wirklich sein, dass das Endoskelett ihm dazu hilft, dass er auf Wände klettern kann, weil ohne diesen Anzug ist Mängel ja beweglicher und vor allem auch viel wendiger und vor allem leichter. Und ich glaube, das reicht einfach dazu aus, dass er einfach klettern kann. Und ich glaube, er kann nicht kriechen, was eine Sache ist. Oder er kann kriechen, aber er kann halt nicht laufen. Von daher glaube ich einfach, dass Klettern für ihn vorteilhafter ist. Ich habe eine riesige Story, gerade in 542 Telefon, was über 542 Sister Location. Da ich höre, hört man genau das Video mein Englisch an. Ach klar, das, ich weiß, was du meinst, aber Phone Guy meint nicht die Sister Location, die wir jetzt in, die Scott rausbringt. Was Phone Guy mit der Sister Location gemeint hat, war, dieses Lokal, wo, für dieses Fredbear-Lokal, weil Freddy's Pizzeria hat zwei Sister-Locations. Einmal die, wo jetzt im Oktober rauskommt, und eine Sister-Location, die sich Fredbears nennt. Und Fredbear, Freddy und dieses Baby, ich weiß nicht mehr, wie ihr Name war, das sind so drei Restaurants und die arbeiten als Sister-Locations zusammen. Also Fredbears, Freddy's und Sister-Location von was Gott noch rausbringt. Mach eine Theorie über Balloon Girl. ihr fragt mich nach Theorien. Balloon Girl ist der Charakter, ich glaube, der unterm Schreibtisch zu finden war. Ja, zu Balloon Girl gibt es leider nichts zu sagen, außer jetzt vielleicht, dass es möglicherweise nur ein, so ein quasi, dass Balloon Girl einfach nur Balloon Boys Halluzination ist, aber Balloon Boy ist durch diese Verschattung, sieht da ein bisschen anders aus. Also es ist quasi unglaublich, Balloon Girl wirklich ein eigener Charakter ist. Aber ich denke mal, weil sie in FNAF World halt drin ist, denke ich mal schon, weil Scott hat quasi selber bestätigt dazu, dass er sie in FNAF World reingetan hat. Also ich denke, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Zu Balloon Girl gibt es einfach nichts zu sagen, außer dass es eine Halluzination ist und dass Jeremy sich das einbildet. So, hier kommt die Frage, ist Shadow Freddy Nightmare? Nein, Nightmare ist eine Halluzination vom FNAF 4 Kind und Shadow Freddy ist eine Halluzination von Jeremy Fitzgerald. Also, los geht's. Dann habt ihr ja hier die Antwort. Was ist mit diesem Endoskelett aus FNAF 2? Das Endoskelett aus FNAF 2 ist auch nur eine Halluzination. Und zwar, wenn die Puppet die Musikbox verlässt und man dann noch auf die Puppet wechselt und einmal beleuchtet, dann kommt eine Chance, dass man sein Endoskelett sieht. Ich denke, es ist einfach nur eine, quasi eine Halluzination von Jeremy Fitzgerald, der weiß, er wird gleich wie ein Endoskelett in einen Anzug gesteckt. Also, auch nur Jeremy Fitzgerald. Ich habe beim Diskutieren das Info von zwei Sachen, die man dort erfährt, dass diese nicht ernst nehmen kann. Weshalb? Oder FNAF 1. Eigentlich sollte man schon Infos aus FNAF 1 und FNAF 2 ernst nehmen. Nur sollte man nicht alles zu ernst nehmen. Also vielleicht nur mit Fakten arbeiten, das wäre vielleicht eine Sache. Aber sowas Dummes habe ich noch nie gehört, dass man das einfach nicht ernst nehmen soll. Okay. Hier wieder ein Sister Location. Wie gesagt, über Sister Location kann ich noch nichts sagen. Ist Freddy eine Frau oder ein Mann?
Merchandising gesehen, von Freddy Fazbear's Pizzeria ist Freddy ein männlicher Charakter für die Kinder. Es soll einen Animatronic namens Sparky the Dog geben, stimmt das? Ja, über Sparky habe ich schon mal gehört, dieser Mythos ist falsch. Sparky gibt es nicht. Derjenige, der das aber gefaked hat, hat auch einen Kommentar dazu abgegeben, dass er den Charakter gemacht hat und dass es nicht von MC Scotty Koff ist. Wieso sehen die Spring Bunny Sprites anders aus? Wahrscheinlich, weil MC Scotty Koff sich gedacht hat, komm, wir machen verschiedene Minigames. Es kann einfach sein, dass die Grafik einfach nur anders ist. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, warum Scott immer was anderes gemacht hat, aber es sind auf jeden Fall die gleichen Charakter. Crash Game, warum tötet Springtrap und nicht Phantom Giga, Freddy, Phantom Bibi, bla bla bla. Springtrap ist der einzige Charakter, der FNAF 3 tötet, weil er real ist. Die ganzen Phantom Animatronics sind alles sowas wie Geister und aus dem also sie sind eigentlich nur Halluzinationen, was sich Jeremy einbildet und was was sich der FNAF 3 Charakter einbildet und was er sich einbildet, kann er halt nicht bekämpfen, ne? Das ist ganz klar. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? 16 Minuten schon, ehrlich? Wow. Oh, okay, weiter geht's. Ein Video über Mangles zweiten Kopf. Mangles zweiter Kopf, da gibt es nicht so viel zu sagen, leider überhaupt wirklich gar nichts. Außer dass es merkwürdig ist, dass er überhaupt einen zweiten Kopf hat. Aber angeblich ist das dieser zweite Kopf eben der eigentliche Kopf von Mangle, also das ist quasi das Endoskelettkopf hat sich vom richtigen Kopf gelöst. Leider gibt es da ein paar Sachen, die drin, die also zum Beispiel, dass Mangles richtiger Kopf, also dieser Plastikkopf, eben schon ein Endoskelett hat. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es so eine Doppelschicht ist oder Einzelteile. Also das kann eigentlich auch sein, aber sonst gibt es über Mangles zweiten Kopf nichts zu sagen. Weil viele sagen, es ist ein Papagei. Was ich mir eigentlich cool vorstellen würde, wenn Mangle so ein Papagei hätte. Aber ja, wie gesagt, es kann sein, dass einfach nur Mangles zweiter Kopf der eigentliche Kopf ist. Quasi, dass die beiden Köpfe zusammengehören. Zu wem wird das Kind, was vor Fredbear's Family Diner starb? Du meinst jetzt wahrscheinlich aus dem FNAF 2 Minigames, Minigame mit dem Take Cake to the Children. Das Kind wird zu Puppet. Das sieht man ja auch. Oder was passiert in FNAF 2 zwischen Nacht 5 und 6? Kurz muss ich mal überlegen, was wurde nochmal gesagt? Ach ja, das war ja so, in FNAF 2 wurde Nacht 4, hat ja die Polizei angefangen, den Fall zu untersuchen in der Pizzeria. In Nacht 5 wurde dann gesagt, dass dieses Lokal komplett schließt. Ja, das wurde dann in Nacht 5 wurde das Lokal komplett geschlossen. Und in Nacht 6 ist Jeremy ja wiedergekommen, obwohl er eigentlich nicht kommen sollte. Dann meint ja Fungi auch so, was immer alles in der Welt tust du hier? Hast du Memo nicht bekommen? Wir schließen. ja, das war... Das, also ich weiß nicht, ob du das jetzt gemeint hast, aber ich denke mal schon. Also gut, dann waren das eigentlich auch alle Fragen. Ich sehe hier zumindest keine andere. Wenn ich jetzt eine Frage übersehen habe, dann schreib mir das auf jeden Fall drunter. Wie gesagt, das nächste Video wird dann irgendwann mal nach nächste Woche kommen, weil ich bin ja jetzt im Urlaub. Ja. Wie gesagt, ich bedanke mich für alle Fragen, die ihr mir gestellt habt und ich hoffe, dass ich euch helfen konnte. Wenn nicht, hinterlasst einen Kommentar da und fragt nochmal nach, wenn irgendwas noch unklar ist, was ich gerade gesagt habe. Weil in dieser Woche, wo ich im Urlaub bin, kann ich ja trotzdem mit meinem Handy Kommentare beantworten. Also dann, sehen wir uns dann wieder in den Kommentaren und bis zum nächsten Video. Bye bye!